Sie haben die Funktion Gesichtsbräuner angewählt. Meine Mutter hat mich das erste Mal mit 12 mitgenommen ins Solarium, wegen meiner Neurodermitis. Ja, ich bin die Anna und ich arbeite in einem Sonnenstudio in Hannover. Wir stehen jetzt hier vor der Open Sun. Das ist unser ganzer Stolz. Das ist eines der wenigen Geräte, die keinen Deckel haben. Mein Name ist Dr. Matthias Bosse. Ich praktiziere in Wernigerode als Allgemeinmediziner mit der Zusatzqualifikation als Suchtmediziner. Und mit 16 bin ich das erste Mal in Hannover gegangen. So gut wie jeden Tag. Kommst her, zieh dich aus, legst dich hin und drückst auf Start. Das ist ziemlich einfach. Gesichtsbräunenleistung auf Maximum. Sonne, Bank, Flavor, Solarium, Flow. Zur Hilfe hast du deine Kameraden geholt. Jungs, schaut mir in die Kerbe, sagt mir jetzt, wer ist straighter. Straighter, das ist der Sonnenbank Flavor. Wo ich dann 18 geworden bin, habe ich mir so eine Flat gemacht. Da hast du dann 25 Euro im Monat bezahlt und konntest so oft und so lange gehen, wie du willst. Und dann bin ich alle 2 Tage erst gegangen und dann habe ich gemerkt, das reicht mir nicht mehr. Und dann bin ich jeden Tag 3-4 Mal gegangen. Also ich bin früh um 6 Uhr aufgestanden, damit ich pünktlich um 7 Uhr im Solarium bin. Im engeren Sinn kann man sagen, dass zu den nichtstofflichen Süchten TV-Sucht, Computersucht, die Kaufsucht gezählt werden und auch die Tanorexie, also die Sucht, sich bräunen zu lassen im Solarium. Ich denke, es ist nicht nur das Bedürfnis, braun zu sein, sondern es ist ja erwiesen, dass Sonne auch Glückshormone ausschüttet. Man ist ja einfach im Sommer besser drauf. Das Gute ist halt, du kannst es jetzt auch im Winter haben. Am Anfang, da sagt man immer von wegen, ich werde nie abhängig. Und dann irgendwann ist man voll in dem Rhythmus drin. Da geht man erst alle 2 Tage, dann geht man jeden Tag. Dann geht man 2-mal am Tag, manchmal dann auch 3-mal. Und dann war ich 2 Tage nicht, weil ich dann zu Besuch in Wernigerode war. Ich war krank. Bei der Tanorexie sicherlich nicht so, dass die Patienten dann Schmerzen haben, wenn sie nicht mehr ins Solarium gehen, sondern sie fühlen sich einfach schlecht, sie sind gereizt, sie haben psychische Auffälligkeiten, wenn sie also ihrer Sucht nicht mehr nachgehen können. Wenn ich einen Tag nicht gegangen bin, habe ich mit meinem Freund gezofft. Aber ganz extrem, weil ich mich nicht mehr wohl gefühlt habe. Sobald ich duschen war, habe ich zu dem gesagt, guck mal, wie blass ich bin. Und dann bin ich wieder ins Solarium gefahren. Die Steigerung also vom Missbrauch, die Abhängigkeit, ist dadurch gekennzeichnet, dass eine sogenannte Toleranzentwicklung erfolgt, dass sie also immer mehr davon brauchen, um zufrieden zu sein, dass ein Kontrollverlust eintritt und vor allem, dass die soziale Kompetenz bei den Leuten sinkt. Also für das Solarium würden die alles machen. Die gehen zu spät zur Arbeit, weil sie ins Solarium gehen, die vernachlässigen ihren Haushalt, die Partnerschaften werden belastet. Das ist dem Abhängigen dann in dem Fall egal, weil er seine Abhängigkeit mehr liebt als den Partner. Wenn man halt unter so einer Bank liegt, man hat erstmal seine Ruhe, man kann Musik hören. Es kommt keiner, der andauernd stört. Man geht da rein, man legt sich hin, man fühlt sich wohl. Der Patient oder der Betroffene geht ins Solarium, um sich durch den Vorgang des Bräunens und der danach folgenden Veränderung seiner Äußerlichkeit eben belohnen zu wollen. Er hat einen sogenannten Kontrollverlust, sieht dabei nicht die Risiken. Das ist also auch ein wesentliches Merkmal von Abhängigkeit. Klimatonic Wärme. Es hat auch gesunde Effekte. Es stärkt das Herz-Kreislauf-System und es gibt auch ein Vitamin. Es wird nur über Sonnenlicht aufgenommen. Die Farbe, naja, am Anfang war ich halt knallrot. Das war so verbrannt, meine Hose hat sich so angefühlt, als wenn die sich in der Haut reinbrennt. Gesichtsbräunerleistung auf Maximum. Meine Freunde haben nur gesagt, sie sieht toll aus. Meine Familie hat dazu gesagt, sie sieht aus wie ein Schokoeis. Das ist ja eben auch ein Merkmal des suchthaften Verhaltens, dass es den Leuten völlig egal ist, dass sie davon Hautkrebs bekommen können oder dass der Alterungsprozess der Haut eben sehr rasch fortschreitet. Ich versuche auch eigentlich immer, die Kunden noch auf andere Geräte zu schicken. Ja? Also ich weiß, es ist eigentlich bei den meisten wirklich sinnlos, aber... Ich versuche mal zu sagen, hier, versuch mal was Sanfteres, ne? Das Personal steht natürlich zwischen Baum und Borke. Auf der einen Seite wird Umsatz verlangt vom Chef, auf der anderen Seite muss man ganz klar für sich sehen, was kann man verantworten. Und wenn man eben sieht, dass jemand 2-mal am Tag ins Solarium kommt, dann muss man natürlich mit dem Betroffenen reden und man muss ihn darauf hinweisen, dass er da eventuell ein Problem hat. Es gibt eine Menge Menschen, die kommen jeden Tag und gehen auch 30 Minuten, aber die müssen dann uns halt auch eine Belehrung unterschreiben. Eine Freundin von mir ist daran auch verstorben, ja. Die hat Verbrennung 3. Grades. Da konnten sie auch nichts mehr machen, weil der Körper keine Flüssigkeit mehr hatte. Die haben probiert, aber bei ihr ging gar nichts mehr. Wo die Beerdigung war von ihr, bin ich frühestens ins Solarium gegangen, obwohl ich wusste, dass sie daran verstorben ist. So krass, ich habe das gar nicht mehr mitgekriegt. Die meisten Süchte werden als solche erstmal gar nicht erkannt. Man muss es zunächst erstmal thematisieren. Das sollte man möglichst in einer ruhigen Atmosphäre tun und nicht gerade, wenn man sich gestritten hat, weil dann wird der Abhängige natürlich besonders sein Problem abstreiten. Der nächste Schritt wäre dann natürlich, dass man professionelle Hilfe in Anspruch nimmt. Therapeuten aufzusuchen, ich habe da nicht so wirklich dran gedacht. Ich wusste, dass ich das Problem habe, aber ich wollte es halt mit keinem anderen zu dem Zeitpunkt besprechen. Dann hat mein Freund zu mir gesagt, einfach du hörst auf oder ich bin weg. Ich habe meine Karte sperren lassen und das war halt dann schon ziemlich schlimm. Gesichtsbräune auf. Sonnebank, Flavor, Solarium, Flow. Zur Hilfe hast du deine Kameraden geholt. Jungs, schaut mir in die Kerbe, sagt mir jetzt, wer ist straighter. Straighter, das ist der Sonnebank, Flavor, der Sonnebank, Flavor.
die künstliche Bräune. Du kannst hier alle holen.